Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal. Hier geht es im Allgemeinen um Survival, Outdoor und eben alles, was damit zu tun hat. Und heute im Video, da öffne ich mal für euch meinen Rucksack und zeige euch, was ich mal so dabei habe. Fangen wir mal an. Als erstes sehen wir hier einen Ultraleicht-Schlafsack, wird geliefert in einem Kompressionssack. Dann haben wir hier als erstes ein Erste-Hilfe-Täschchen, eine Taschenlampe, haben wir hier eine kleine Dose, da ist drin so Taschentücher, Feuerzeug und ein kleines faltbares Besteck. Als nächstes ist eine Sonnenbrille, noch ein Paket Taschentücher, dann ein Opinel Nummer 10 aus Carbonstahl. Dann als nächstes eine Klappsäge. Moment. Ein kleines Fernglas. Ein Multitool. Und das war's auch schon. Dann im nächsten Fach. Im nächsten Fach haben wir erstmal ein kleines Handtuch. Dann kann man sich schon den Schweiß abwischen. Dann haben wir hier noch eine Plane. Die hole ich jetzt aber nicht mehr raus, weil sonst müsste ich die gleich wieder zusammenfalten. Das kann ich ein anderes Mal zeigen. Dann sind hier noch, sieht man, hier die Heringe für mein Zelt. Das zeige ich euch gleich. Und dann ganz unten ist hier noch ein Seil drin. Dann kommen wir zum Hauptfach. Im Hauptfach haben wir erstmal eine Luftmatratze bzw. eine aufblasbare Isomatte. Dann das Zelt, ein Ersatz-T-Shirt, haben wir hier eine kleine Axt, eine Fiskars X7 für kleinere Arbeiten, dann hier meine Trinkflasche, dazu gibt es hier drin auch noch einen Becher, dann als nächstes das Bear Grylls Messer, das kostet so ungefähr 100 Euro, dabei ist ein Feuerstahl. Und auf der Rückseite hier zwischen noch ein Schleifstein. An dem Messer selbst dran ist eine Signalpfeife. Die ist ziemlich laut und schrill. Und das probiere ich jetzt lieber hier nicht aus, weil wir befinden uns hier direkt an der Straße und das wäre dann nicht so schlau. Dann haben wir eine Bushbox XL von Bushcraft Essentials. Kann man entweder als kleinen Ofen für Holz benutzen oder man packt einen Tangierbrenner, also einen Spirituskocher rein, so wie ich das immer mache. Dann haben wir unter dem Zelt mein Kochgeschirr. Das zeige ich mal eben aus der Nähe. So, hier haben wir eine Pfanne mit gleichzeitig Deckel. Und hier, da drin, sind mein Tangierbrenner, noch ein kleines Taschenmesser und der Griff dazu. Dann haben wir da unten noch drin, das kann ich jetzt aber nicht rausholen und brauche auch nicht, so eine kleine Box voll mit kleinen Holz, kleinen Holzstückchen, womit ich dann meine Bushbox befeuern kann. Dann haben wir hier als letztes noch einen kleinen Mini-Grillrost, den kann man super für offenes Feuer verwenden. Stellt man den einfach so hin, macht sich dann runter sein Feuer oder man kann da auch noch andere Sachen mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich musste mich jetzt leider ein bisschen beeilen, weil hier zieht schon ein Gewitter auf. Und es in Kürze gibt es dann noch ein Video, wo ich den dann nochmal komplett auspacke und euch nochmal jedes einzelne Teil einzeln auch vorstelle. Und morgen wird es dann geben ein kleines Kochvideo, wie man draußen sich gut Essen zubereiten kann. Und da wird es dann auch was Leckeres geben. Ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.